Es war eine dunkle, kalte Nacht, welche von Schneetreiben definiert war, als Attentäter sowohl Kriegenan von Loth wie auch Lara Dorren als Ziel auserkoren hatten. Ob diese Attentäter von den Elfen oder den Menschen geschickt worden waren, wird wohl für immer ungeklärt bleiben. Wahrscheinlich waren es aber sogar beide Seiten. Die Attentäter hatten an der Straße gewartet, an der die Kutsche entlangkommen musste. Sie wären schon unter normalen Umständen schwer auszumachen gewesen, doch in dem tobenden Schneesturm wäre es selbst für Leute mit dem Gehör eines Hexers unmöglich, einen solchen Angriff vorherzusehen. Kriegenan von Loth jedoch hatte mit einer solchen Situation bereits gerechnet. Als er bemerkte, dass der Kutscher von einem Pfeil getroffen war, nutzte er eben jenes Schneetreiben aus. Zusammen mit den Wachen zog er die Aufmerksamkeit der Attentäter auf sich, sodass Lara entkommen konnte. So zumindest die Hoffnung. Doch ein Fehlschuss eines der Attentäter traf Lara und bohrte sich durch ihren rechten Lungenflügel. Das Atmen, was durch die Kälte sowieso schon schwer war, wurde ihr nun fast unmöglich. Doch Lara wusste, dass sie nicht aufgeben konnte. Noch nicht. Mit ihren letzten Kräften schaffte sie es auf eine Anhöhe in den umliegenden Wäldern und während ihrer letzten Atemzüge brachte sie schließlich ihre Tochter zur Welt. Und zusammen mit dieser Geburt wich auch die Kälte und das Schneetreiben um sie herum. Der Winter wich dem Frühling, es wurde grün und warm und um das Kind, welches neben dem Leichnam seiner Mutter lag, begannen die Feynevet-Blumen zu blühen, wie sie es sonst nur im Blumental taten. Ich gebe dir mein Herz? Was für eine Art Zauber soll das sein? Ein alter Liebesbrief, uralt. Wie gesagt, dieser Stein sollte ein Liebespaar vereinen. Ich hätte nie gedacht, dass ich Eredin so etwas mal sagen würde. En verellet cirenate. Ada eich blen edenei. Elfenstein hat funktioniert. Sie kommen. Dein Bestes, Geralt. Aizir, Galevorne. In der Nähe sein. Wir müssen fliehen. Sofort. Diesmal nicht. Nein, Cyrael. Du bist nicht bereit. Du hast keine Kontrolle über deine Kräfte. Ich schaffe das schon. Ciri! Aus dem Weg! Ciri!
Das Eis. Ein Zauber. Du musst den Magier finden, der ihn gewirkt hat und seinen Stab zerstören. Nicht nur seinen Stab. Ciri fiel erneut auf die Knie. Das machte nun das wievielte Mal in der heutigen Trainingsrunde? Nach 10 erfolglosen Versuchen hatte sie aufgehört zu zählen. Sie fühlte sich wieder wie damals, als Yennefer ihr das erste Mal beigebracht hatte, Kraft zu nutzen. Sie konnte die Kraft des älteren Blutes zwar spüren, aber es wollte ihr einfach nicht gelingen, aus dieser zu ziehen. Es half dabei auch nicht, dass Avalach ihr Lehrer war. Yennefers Erklärungen waren damals deutlich verständlicher gewesen. Sie wusste, wie sie Ciri den Gebrauch näher bringen musste. Avalachs Blick dagegen wirkte, als könnte er nicht verstehen, was an der von ihm gegebenen Aufgabe eigentlich so schwer sein könnte. Mit einem Seufzer richtete sie sich wieder auf. Geralt hatte ihr Mut gemacht. Sie würde nicht so einfach aufgeben. Sie konzentrierte sich erneut, suchte nach der Kraft, die mit ihr verbunden war. Sie spürte die Menge und versuchte, sie langsam und vorsichtig zu ziehen. So, wie es ihr Yennefer damals beigebracht hatte. Es schien zu funktionieren. Sie spürte, wie die Kraft in ihren Körper floss. Aus dem Inneren bis in ihre Fingerspitzen. Doch dann, plötzlich, sah sie ein Bild vor ihren Augen und die gesammelte Kraft verpuffte und sie sah sich erneut auf dem Boden knien. Ihre Hände kalt vom noch nicht getauten Schnee in Kermorhen. »Lass uns eine Pause einlegen«, sagte Avalach. Man merkte es ihm nicht an, aber eine gewisse Enttäuschung über Ciris Unvermögen schien sich schon in ihm breit zu machen. Als sich Ciri zu ihm setzte, gab er ihr etwas zu essen, das sie noch nie gesehen hatte. Sie begutachtete, was sie da in ihren Händen hielt. Es hatte ein wenig die Konsistenz von Brot, roch und sah aber ganz anders aus. »Iss schon, das wird dir helfen.« Ciri biss etwas von dem seltsamen Brot ab. Es hatte einen leicht süßlichen Geschmack und schon bald kehrte eine gewisse Wärme in ihren Körper zurück. Ob das eine Art Brot aus der Welt der Enelle war? Während sie noch am Essen waren, nahm Avalach das Gespräch auf. »Warum denkst du, fällt es dir so schwer, die Kraft Lara Dorrens zu ziehen, Cirael?« »Wenn ich das wüsste, wäre ich auch schon weiter.« Ciri fühlte sich nach der Antwort schon ein wenig schlecht. Avalach versuchte ihr immerhin nur zu helfen, weswegen sie ergänzte, »Ich kann sie ja spüren, diese Kraft, aber jedes Mal, wenn ich kurz davor bin, sie zu kontrollieren, verpufft sie einfach.« »Yennefer von Wengerberg hat dir doch die Grundzüge der Magie beigebracht, richtig?« Ciri nickte nur. »Dann solltest du auch wissen, dass es die Aufgabe des Magiers ist, diese ungeordnete Kraft aus der Natur in eine geordnete Form zu bringen. Doch dies erfordert auch eine gewisse Grundlage. Woran denkst du, wenn du versuchst, die Kraft Laras zu ziehen?« »Ich versuche eigentlich an nichts weiter zu denken, doch jedes Mal kurz bevor es mir gelingt, habe ich dieses Gefühl. Es kommt mir bekannt vor. Es fühlt sich an wie... wie als ich versucht habe, Kraft aus dem Feuer zu ziehen.« Avalach sagte nichts, sondern ließ Ciri weiterreden. »Ich hatte damals das Gefühl, dass ich mein komplettes Selbst verlieren könnte.« Als Ciri nicht weiterredete, warf Avalach ein. »Es ist Angst. Du hast Angst davor, dass diese Kraft dich verzehren könnte. Du hast Angst davor, dass du sie nicht kontrollieren kannst. Du hast Angst davor, dass du damit einen geliebten Menschen verletzen könntest. Es ist ein Unterbewusstsein, das dich davon abhält, die Kraft zu beherrschen. Du willst also sagen, dass ich meine Gefühle lernen muss, zu kontrollieren?« »So ist es. Ich soll also so werden wie du?« Ciris Worte wurden jetzt lauter. »Aber das kann ich nicht. Ich kann meine Gefühle nicht einfach verschließen. So jemand bin ich nun mal nicht.« »Du glaubst also, ich würde meine Gefühle verschließen?« fragte Avalach noch immer ruhig. »Ich versichere dir, Cirael, dass ich kein gefühlskaltes Monster bin, auch wenn das nach außen vielleicht anders aussehen mag. Aber die Hexer sind mir ja da gar nicht so unähnlich, oder?« »Aber was meinst du dann?« Ciri begann sich wieder zu beruhigen. »Deine Emotionen sind eine Waffe. Du kennst doch sicher die Geschichte von Lara Dorrens Tod, als der Winter dem Frühling wich. Warum glaubst du, konnte Lara Dorren im Moment des Todes noch eine solche Kraft entfesseln, die das Klima derart verändern konnte? Es waren ihre Gefühle, ihre Liebe für ihr frisch geborenes Kind, das sie um jeden Preis beschützen wollte. Dass du Angst hast, ist nicht dein Problem. Was du finden musst, sind Gefühle, die stark genug sind, um diese Angst zu übertreffen.« Mit dem Ende dieser Worte fasste Ciri einen Entschluss. Sie aß schnell den Rest des Brotes und stand auf. Worauf warten wir noch? Zeit, weiterzuüben.
Ciri spürte, wie die Kraft sich in ihrem Körper ausbreitete. Ihr Körper fühlte sich so leicht wie noch nie. Sie hatte das Gefühl, alles schaffen zu können, doch das lag nicht nur an dieser Leichtigkeit. Als sie auf die Krieger der wilden Jagd traf, war sie wie in einem Rausch. Alles um sie herum schien in Zeitlupe abzulaufen. Doch bevor ihre Gegner auch nur einen Muskel bewegen konnten, um sie anzugreifen, hatte sie ihr Schwert schon durch deren Körper gestoßen. Und gleich darauf fiel bereits der nächste und der nächste. Selbst diese riesige Armee konnte ihr nur staunend hinterher schauen. Die meisten der Krieger hatten nicht einmal die Zeit zu erkennen, was sie da überhaupt tötete. Auf ihrem Weg traf sie auf immer weitere Feinde und auch mit diesen machte sie kurzen Prozess. Doch je tiefer sie in die Barriere eindrang, desto schwerer fühlte sie sich. Es war nicht so, dass sie bereits all ihre Kraft aufgebraucht hätte. Sie spürte, dass sie noch fast unendliche Reserven hatte, aber es wurde immer anstrengender, ihr ursprüngliches Level zu halten. Und dann sah sie ihn. Karantir, der den Zauber aufrecht erhielt. Du bist also tatsächlich gekommen, Cirael. Noch bevor er mit dem Satz fertig war, hatte Ciri bereits zum Angriff angesetzt. Jetzt war nicht die Zeit, Höflichkeiten auszutauschen, doch im Gegensatz zu den anderen Kriegern der wilden Jagd wollte Karantir nicht so einfach fallen. Tatsächlich setzte er sogar zum Gegenangriff an. Ciri konnte diesem nur gerade so entkommen. Konnte Karantir etwa mit ihrer Geschwindigkeit mithalten? Nein, das war es nicht. Das Gegenteil war der Fall. Sie war langsamer geworden. Hast du es also verstanden, Cirael? Fragte Karantir, während seine Angriffe nicht nachließen. Frühling und Winter, Geburt und Tod, das Samenkorn, das in Flammen aufgeht und das ewige Eis, das ältere Blut und die weiße Kälte. Das eine kann ohne das andere nicht existieren. Wir sind zwei Seiten derselben Medaille. Beide das Ergebnis langer Genkombination, können wir eine der fundamentalen Kräfte in dieser Welt beherrschen. Karantir unterbrach seine Angriffe für einen Moment. Doch wenn wir unser beider Kräfte vereinen würden, dann stünde uns die Eroberung aller Welten offen. Was sagst du, Cirael? Ist das nicht verlockend? Willst du dich uns nicht doch anschließen? Ciri musste über ihre Antwort gar nicht erst nachdenken. Ich habe gesehen, was ihr mit den eroberten Welten anstellt. Mit euch werde ich bestimmt nicht zusammenarbeiten. Sie begann erneut mit ihren Angriffen auf Karantir. Selbst wenn er seine Kraft nutzen konnte, um ihre zu schwächen, sie hatte noch immer zwei Vorteile. Zum einen war seine Kraft nicht angeboren. Ohne seinen Stab würde er die Kraft der weißen Kälte nicht beherrschen können. Und zum anderen konnte er zwar ihre Kräfte unterdrücken, aber sie hatte nicht umsonst mehrere Monate eines Hexertrainings durchlaufen. Unter ähnlichen Bedingungen würde sie sicher nicht unterlegen sein. Ciri begann mit ihren Angriffen aus den verschiedensten Richtungen. Wenn Karantir sich teleportierte, versuchte sie das Gewicht auf ihrem Bein sofort zu verlagern, um die Richtung wechseln zu können. Sie durfte ihm keine Ruhe lassen. Sie musste eine Möglichkeit finden, den Stab zu treffen. Und dann machte Karantir endlich den einen Fehler. Ciri fühlte sich, als wäre ihre gesamte Kraft auf einmal aus dem Körper verschwunden. Sie hatte Karantirs Stab zerstört, doch dieser näherte sich nun. Sie versuchte, ihre letzten Kräfte zu sammeln. Oh mein Herz, Cirael! Oh mein Herz! Isgard-Tiad! Geralt war nicht bewusst, was gerade geschehen war, doch Karantir schien angeschlagen. Wenn er ihn ausschalten könnte, dann wäre nur noch Eredin und die Schlacht gegen die Jagd wäre gewonnen. Karantir warf mit Magie geschossen, doch mit einer Drehung konnte Geralt diesen leicht ausweichen. Als er jedoch zu einer Reihe von Angriffen ansetzen wollte, teleportierte sich Karantir von ihm weg. Weitere Geschosse flogen, eines streifte ihn leicht und er spürte plötzlich, wie sein Körper schwerer wurde.
Er versuchte, den Abstand zu Quarantier zu verringern, doch es schien ihm einfach nicht zu gelingen. Gehorchte ihm sein Körper nicht mehr? Nein, sein Körper tat schon, was er wollte. Allerdings konnte er mit seinen Gedanken nicht mehr mithalten. Er war langsam geworden. Er sah, wie Quarantier erneut Magiegeschosse bereit machte. Geralt wusste, er würde ihn mit seinem Schwert nicht mehr erreichen können. Er brauchte eine schnelle Handlung. Mit seiner linken Hand formte er, so schnell es ging, die Finger zum Zeichen Igni. Gerade noch rechtzeitig. Das Feuer brach Quarantiers Konzentration und die Geschosse verschwanden. Gleichzeitig kam auch Geralts Körper wieder langsam auf Normalgeschwindigkeit zurück. Doch bevor er Quarantier den entscheidenden Stoß versetzen konnte, teleportierte dieser sich wieder weg. Nicht schlecht, Hexer. Es war offensichtlich, dass Quarantier am Ende seiner Kräfte war. Allerdings hatte er noch ein Ass im Ärmel. Er öffnete ein Portal und aus dem Himmel flog ein riesiger Steinbrocken auf sie zu. Geralt konnte gerade noch ausweichen, doch sofort sah er, dass es sich nicht nur um einen reinen Brocken handelte, sondern einen Golem. Diesen neben Quarantier zu bekämpfen, würde selbst für ihn schwer werden, doch es blieb ihm keine andere Wahl. Quarantier schien von der Beschwörung noch erschöpft. Mit genug Geschwindigkeit könnte es Geralt beenden, bevor es zu einem Problem werden würde. Er setzte ein paar schnelle Hiebe, doch der Golem wollte nicht so einfach fallen. Dazu durfte er auch nicht zu unachtsam werden, denn ein Treffer des Golems würde ihn so aus der Bahn werfen, dass Quarantier mit ihm sicher kurzen Prozess machte. Als er gerade einem Angriff des Golems entgangen war, sah er aus dem Augenwinkel, wie Quarantier weitere Magiegeschosse vorbereitete. Geralt dachte nicht lange nach. In dem kurzen Moment vor dem Abschuss brachte er sich mit einer schnellen Drehung in eine Position, sodass der Golem zwischen ihm und Quarantier stand. Die Geschosse trafen den Golem, er wurde sichtlich langsamer und nach einigen weiteren Hieben löste sich dieser bereits auf. Geralt konnte es zwar nicht sehen, aber er stellte sich Quarantiers überraschtes Gesicht unter dem Helm vor. Ohne Zeit zu verschwenden, schloss er die Lücke zwischen ihm und dem General und brachte es zu Ende. Quarantier hatte ihn noch mit in den Tod reißen wollen, doch glücklicherweise hatte die Kraft wohl nicht mehr gereicht, um ihn noch weiter unter Wasser zu bringen. Darüber hinaus schien an der Oberfläche der Kampf inzwischen derart entbrannt zu sein, dass ohne den ursprünglichen Wirker das Eis langsam zu schmelzen begann. Aus seiner Position unter dem Wasser wirkte die Oberfläche wie die reinste Hölle, nichtsdestotrotz war genau dies sein Ziel. Er war sicher, dass es Ciri war, die ihn aus dem Eis befreit hatte. Das bedeutete, sie war irgendwo auf dem Schlachtfeld. Er musste sie finden, bevor Eredin es konnte. Ciri hatte noch gerade genug Kraft gehabt, um sich auf die Insel Undweg zurück zu teleportieren. Doch jetzt, da der Zauber durch Quarantier gebrochen war, spürte sie, wie ihre Kontrolle so langsam aber sicher zurückkehrte. Schon bald würde sie wieder in die Schlacht eingreifen können, sie würden Eredin dieses Mal ein für alle Mal besiegen. Als sie so an einen Baum gelehnt saß, hörte sie auf einmal Schritte hinter sich. Sie sprang auf, doch zu ihrer Überraschung war es kein Reiter der wilden Jagd. »Wie ich sehe, ist es dir gelungen, die Kraft Quarantiers zu unterdrücken«, sagte Avalach ohne eine große Begrüßung. Das bedeutet, dir ist es auch gelungen, deine Kräfte zu einem hohen Grad zu kontrollieren. Ciri sah Avalach nur an. Sie war sich nicht sicher, was genau sie in dessen Augen sah. Typischerweise waren diese Augen für sie immer leer gewesen. Sie war sich nie sicher, was Avalach gerade dachte oder gar fühlte. Doch dieses Mal war es anders. Es war das erste Mal, dass sie das Gefühl hatte, Avalachs wahren Blick zu sehen. Wir sollten diese Chance nutzen.
Komm, Zirael, wir haben noch eine wichtige Aufgabe zu erledigen. Es wird Zeit, dich deinem Schicksal zu stellen.